Was hast du mit Schaden gemacht, Alter? Das ist ja... Ich guck nicht aus dem Fenster, ey, darum, wie sympathisch. Junge, wie sympathisch. Ja. Sicher, oder? Aber hallo! Warum? YouTube. Kannst auch die Cam umdrehen, ich möchte mit auf dem Video. Man sieht dich schon. Ja, ich möchte. Ich meinte umgedreht, dass jeder mal winken kann. Man sieht uns doch in der Kamera. Eine Reflexion. Ja, so. Ja, ja. Was ist denn das? Wie heißt der Kanal? Einfach der Video. Komplizierter Name. Ich bin ein Follower. Abonnenten, ja. 67, glaube ich, mittlerweile. Wow! Warte, der YouTube-Kanal ist komplizierter Name. Human Brain Constructor. Ja, ja. Lass ihn mal aufschreiben oder ja? So. Ich will den abonnieren. Ich auch. Ich möchte das sehen. Ich darf. Hi, hallo YouTube. Unangenehm. Ich habe mich nur umgesetzt. Das war ein Kerl, der wie ey, ich liebe neue Hochzeit. Jo. Dankeschön. Bitte. Schick mir den Namen bitte. Ja, autografiert ab. Dann schick mir den einfach direkt. Ist so ein Abo von mir. Ist so ein Abo. Ja, auch. Danke. Wir machen es dann in meinem Insta-Story. Ja, wir pushen dich. Ja, wir pushen dich. Da bist du schon auf 70 Abonnenten, wenn ich abonniere. Wir werden dich so pushen. Ja, gucken sich viele Leute sowas an, wie hier ein paar. Also Tatsache habe ich da 200 Klicks auf jedem Video. Ohne Mist. Also. Digga, wie cool der Typ gerade mit der Kippe ist. Wir hatten so einen Typ getroffen. Janik meinte so, ja Oma, guck nicht aus dem Fenster, komm her. Und auf einmal holt auf einmal haut so ein Typ von der Garage. Ich guck nicht aus dem Fenster, ich guck hierher. Und dann hat er mir die Kippe gestellt. Ich muss mal stressen. Ich muss mal stressen. Ich glaube ja, aber ich würde es ja eigentlich nicht überhaupt nicht wissen. Ich hoffe, du bist schon YouTube-Martin. Hast du noch ein Video gemacht und ihr echt nicht? So viel. Du kriegst ein Abo von mir. Ja, das ist schön. Ich will deinen Opa anrufen. Bei dir ist jetzt mittlerweile die Lehrerin forscht. Ja, ich habe mich erwartet, dass ich das sicher angeguckt werde. Persönlich finde ich Anfang sehr interessant. Also, echt? Das ist, ja, ohne Mist. Also ja, man sieht verschiedene Ecken, die man sonst nicht so. Ja. Das ist auch nicht so oft noch sowas. Ich dachte mir mal so nachts. Auch mal die Schiri, Fahrt. Du kommst auf diese Jugend, weil der, sonst gehe ich nicht. Ich meine es ernst. Wie lange machst du schon YouTube? Eigentlich habe ich 2017 angefangen, aber also wirklich. Egal, man fängt klein an. Man ich weiß, klar. Also ich habe 5 Jahre müsste Fame und da kennt uns auch. Ja. Beim meisten Klick ist das Video tatsächlich 4000 Klicks schon. Ich habe früher mal so Videos, weil da habe ich Videospiele wie Clash. Ja, kennst du das? Das habe ich damals hochgeladen. Der hat ein Video, wo er aus der Toilette Wasser trinkt. Da war er 7 oder so. Du musst aber bitte, wenn du zu Hause bist, bei YouTube der Witzepalast einbringen. Da kommt ein Video von dir. Okay. Immer nicht. Ich werde bei Janik Kuhlemann an, da kommt der ganze Kanal. Oder einfach direkt der Witzepalast. Und irgend so ein Video für so ein Fußballding ist, wo er am Ende Klowasser mit Seife trinkt. Wegen der Challenge. Gegen Wally gespielt. Egal, ich kann. Aber die Videos waren eigentlich damals für diese Zeit noch recht gut. Das war so 2017. Ja, Digga, so gut, Alter. Ja, wenn damals geht doch alles gefühlt. Ja, wenn du berühmt wirst, kannst du ja nicht berühmt sein allgemein. Ja, das ist geil. Das ist ein Flex dann. Du spielst ja. Wenn du dann irgendwie 100.000 Abonnenten hast, kann ich sagen, ich mach mal klein aus nochmal. Ja, das stimmt. Ich bin auch angestoßen, aber ich hab nur noch die Flasche. Wenn nicht, ist glaube ich alles gut. Ich meine, sonst. Die kriegen den Gang. Juhu!
Samara, ich habe nämlich vorhin eine neue Kippenbox bekommen, die ist noch leer. Das ist mir jetzt auffällt. Ey, Samara, aber weißt du, was dein Flex sehen kann? Wenn er berühmt wird, du kannst sagen, ich habe einen kleinen auf der Hive. Ja, Digga, ich war von Anfang an Supporter. Ich schwöre, ich mach das. Irgendwann er wird Fame und ich werde sagen, ich mach mal Fame. Jeder hat irgendwo klein angefangen. Ja, das war das erste Markiplier, wie ich angeguckt habe, ey. Ich dachte so, also, was ist das für ein komischer Typ, ey? Der klaut, der knallt sich eine Flasche auf den Kopf, kriegt dafür 100.000 Klicks. Unglaublich. Und heute macht er richtig Game-Videos auf hoher Qualität, muss man doch schon sagen. Aber es hat nicht scheiße gekriegt, was man. Ich hab auch mal so ein Video aus Spaß hochgeladen, dass, wo ich mich halt gespielt habe, wie ich Pflanze aus Spaß auf TikTok. Ja, ich auch. Ich hab das so aus Spaß einfach hochgeladen, so, ja, wenn ich mich an der Stunde geschminkt habe, damit er mir wieder absagt. Zeig doch mal das YouTube-Video. Ist so viral gegangen. War das Feuer. Schau mal. Das ist voll heftig. Das trinkt man nicht mehr so, das trinkt man so. Das hat er vor dem Teddy. Naja, er hat vergessen zu fragen, er hat es nicht geklaut. Er hat einfach nur vergessen zu fragen, ob er es haben darf. Der lag auf dem Boden, ich darf das doch mitnehmen. Ist so, was auf dem Boden liegt, darf man behalten. Jetzt. Wer das erstes findet, darf behalten. Und die Kippenbox hat er auch vergessen zu fragen. Und bei den zwei Sternbäubern im Aldi hat er auch vergessen zu fragen. Ja, und bei der Kette Müller hat er auch vergessen. Das ich schwöre, er ist kein YouTuber. Das YouTube. Er ist kein YouTuber, der ist Polizist und morgen ist hier so ein Briefthema. Guck nach, ich hab euch den Namen gegeben. Das ist doch Zivilpolizist. Wir haben wohl dann deinen Nachnamen gedroppt. Ne, ja, ich muss mal mit der Kamera. Ja, sag's nicht nochmal. Einfach mal als Schwarzmann. Schwarzmann ist doch einfach. Ich hab ein Ticket, nur fürs Video. Also ich hab wirklich ein Ticket. Ich hab auch ein, ich hab ein 9-Euro-Ticket. Ich hab Busfahrausweis, damit kann ich nicht werden. Ich fahr nicht schwarz. Das ist halt irgendwie sympathisch. Nein, nicht, wenn ich irgendwie die Polizei bedenke. Oh, das ist ein Sportschau. Ich hab mir vorhin ein Kleid gekauft, weil ich morgen auf eine Jugendweihe gehe. Ich hab da keinen Bock drauf. Die zwei Leute mögen sie nur, weil und sie er kommt mit. Was? Er mag mich, weil Lore ja zu viel Trimmer hat. Ich hab nichts getrunken. Tipp auf deine Nase. Kriegst du High Five? Oh. Ja! Das möchte ich auch mal. Ich möchte auch mal. Warte noch eine Runde. Oh, dann kriegst du euch viel Spaß noch. Fahr nicht zu schnell mit dem Fahrrad. Ja, ja. Denk an den Alkoholkonsum. Ich liebe es, Twitter schon mit der Rasenfahrt. Oh, Digga, ich liebe die Rückfahrt von Leuna jedes Mal. Ja. Ich könnte jetzt halt wieder so. Bis wohin fährst du? Weil eigentlich genau bis zum Eierstein, wo ich dann aussteige nach Hause. Ja, und wer hat wo denn? Das ist die, an der Kantstraße. Wie fahrt bis Zentrum? Ja, so. Ich muss jetzt also, aussteigen. Ah. Ich fahre nur schon in die Halle ein wieder rein. Oh, Mann, schon rüber. Tut mir leid. Digga, ich schlieg so nach Vietnam. Ich glaube, das so wegen der Maske. Schrieb von Galaxy kommt auch gerne mal auf Instagram. Ja. Oder man lässt das. Oder ich trinke nicht. Das ist schön aus. Nein, da folgt man nicht. Und rauchen tue ich auch nicht. Und rauchen tue ich auch nicht. Hier folgt man nicht. Was hat der Bio steht? Darf ich Schluck haben? Ich will dich auch um. Bist du auf den Schluck? Nee, bitte. Ein Schluck? Nein. Aber wenn euch das nicht ausmacht, das Video lade ich dann hoch, wenn ihr wollt. Alles. Dann könnt ihr diesen Moment jedes Mal auf YouTube wieder anschauen. Nein, Chiri, bitte komm zur Jugendweihe. Ich komm doch selber. Ich gebe dir ein Kleid von mir. Du kriegst mein hellblaues. Au! Ja, das ist das Kleid. Oh! Tschüss! Ich krieg mein hellblaues, was ist das Leben, was ich schwarz habe? Oh, da war's so hier. Tschüss! In der Sinne auf den Namen. Der kam sehr böse. Du hast jetzt zwei Kippen. Einen habe ich dir besorgt. Für meine Kippenbox. So, die will ich. Nein, die kannst du ruhig haben. Das ist gut, du gewissen. Ah, da rollst du. Hast du auch noch eine Kippe? Ich hab sowas nicht, ey. Ich auch nicht. Willst du mal ein Stück noch ein bisschen probieren? Ja, schön. Mit der Sache ja weniger Bier ist aber. Aber man kann es auch probieren. Man kann es mal probieren, das stimmt. Also, das ist so mit das billigste Bier, was es gibt, aber ich finde, das schmeckt gut. Alles angenehm. Ich weiß nicht. Wenn du möchtest, kannst du auch austrinken. Ja, ich will auch austrinken, wenn du willst. Ja. Wenn du so viel wie du willst. Ja, es wird genug. Das ist lieb, danke.
morgen. Also das Bier kostet so bei Blätterlicher 50 Cent. Das geht ja wirklich. Ja, siehst du? Ein neutraler Betrachter findet es. Vor allem für die heutigen Verhältnisse. Gerade jetzt, wo alles so teuer geworden ist. Corona ist besser. Naja, finde ich nicht so. Du musst dir vielleicht mal die Tankpreise anschauen. Das ist furchtbar. Warte, wir sind jetzt zu, oder? Ja, das kommt. Nee, jetzt kannst du mich auch stellen, Horz. Ich muss halt in die Stadt fahren. Die arme Schiene, ey. Vielleicht ist ja wieder so Kuppels da. Bist du Kuppel? Heute ist Freitag, oder? Ach stimmt, wir waren ja voll im Klub, ich dachte, wir kommen nicht mehr. Stimmt, wir waren, oh Digga, wir sind nach Leuna, waren im Rewe, dann sind wir wieder in die Stadt, sind wir ins Nova gefahren, vom Nova wieder nach Leuna. Was? Nova Eventus? Ja. Was habt ihr für eine Tour gemacht? Wir waren von Merseburg nach Leuna gefahren, haben uns dort im Rewe was gekauft, warum auch immer. Dann, weil da halt nichts ging, dann sind wir ins Nova gefahren. Also erst wieder nach Merseburg, von Merseburg wieder ins Nova und dann sind wir... Ich hab doch ein paar Sachen, jetzt haben wir noch hier zum Beispiel, lassen wir euch gerade das mitgenommen. Ich darf nicht mal eine Tour extra für ein Video. Ja, dann fahrt ihr euch hin und zurück. Falls ihr gratis Sachen haben wollt, meldet euch bei mir. Du musst den Namen auch noch sagen. Ja, dann sind wir wieder Instagram, JannikX74, YouTube, habt ihr leider nicht. Aber geht doch einfach aus den Leuten, Digga. Da vorne ist halt nichts, weißt du, da war, dass wir wirklich kommen, dann geht's los. Dann machen wir wieder da. So aus wie Probst geht halt immer. Ja, so Probst, Digga, Paul, so, der sieht mich so. Sag mal, wenn du süß, ich denke nur so. Snap schreibt immer so komische Dinge, aber echt, das ist ja so richtig schüchtern. Ich glaube, da brauchen wir uns vielleicht auch nicht, weil er weiß, dass wir sehr kurz sind. Aber auf Snap immer so, ja, lass mal rumsuchen, dabei Netflix schauen. Alles auf Cam. Ich kann auch Sachen rausschneiden, wenn ihr wollt. Das kannst du rausschneiden. Zumindest stumm schalten. Alles gut, das bleibt alles. So auspiepen. So piep. Einfach eine Minute lang. Jetzt wird alles schön drin. Stimmt, eine gute Idee. Ich glaube, das Video hat die meisten Aufrufe bisher. Ich teile das so in meinen ganzen Kanälen, die ich habe. Lass auf TikTok. Der Aufliegende trinkt mir das Mandy auf YouTube, das gibt so ein Try. Ey, ich habe von auch noch Bier von Geschenken bekommen. Das habe ich jetzt gemacht. Ja. Ey, da war Maurice. Echt? Ja. Ja. Ich hab dich. Ich geh kotzen. Ich muss da auf Camp bleiben. Ich schick dir das. Oh, Edige, das hat auch ganz viel mehr aus als immer. Warum? Ich stelle jetzt noch eine Bühne. Nö. Wir kaufen nur auf der Kirche. Hast du mir schon zwei Euro gegeben? Hast du schon genommen? Okay. Darf ich schon vorgeben? Nein! Das braucht nicht sofort. Das trinke ich zu Hause. Boah, ich glaube, ich gehe doch nicht mal rein. Boah, ich weiß auch, wie die Scheibe bin. Du kannst ja auch gestoppt sein. Stopp! Natrin noch gestoppt. Stopp! Natrin noch gestoppt. Nein, ich möchte nicht mehr trinken! Die Kippe ist nass geworden. Nein! Ups. Rauchst du? Nein, du hast aber nicht gesehen. Nein, warte, du bist doch dumm. Die leg ich hier jetzt so einen Typ mit, der denkt jetzt. Oh la la. Warte, ich mach Payphone und reparier die wieder. Soll ich? Alles gut. Alles gut. Auch noch nicht gehört. Die können wir noch nehmen. Zum Drehen. Aber der ist auch noch ein bisschen nass. Ja, soll ich damit eine ziehen? Kannst du machen, gib mal auf Filter. Ich reparier das jetzt. Ich bin nämlich Doktor. Das brauchst du nicht. Achso, doch Sportfilter. Ja, ich meine, das wird erst gegeben. Das ist so hässlich. Was? Das ist so hässlich. Nee, das ist nicht mal so ein Flaschen mit so. Ja, dafür. Da fällt mir das so auf. Das. Ach, mein Vater denkt nicht, dass ich heute ein Bierchen getrunken habe. Was? Mein Vater denkt natürlich nicht, dass ich heute ein Bierchen getrunken habe. Ja, weil ich gesagt habe, du trinkst nichts mehr, er hat mir geglaubt. Wenn ihr dann wisst, was ich heute getrunken habe. Aber auch mal eh mehr bei uns raus. Schimpfen dich deine Eltern aus oder was? Schimpfen dich deine Eltern aus oder was? Na, aber ich hab den Stolz erzählt, ich trinke heute keinen. Ach so. Freitag kein Alkohol mehr. Und die haben es nicht geglaubt, bis diesen Freitag hab ich es geschafft, aber.
Freitag ist ja immer so ein Party-Tag. Freitag ist immer Leuner Haupttor-Rauftag. Arbeitest du mal? Ich arbeite tatsächlich auch nur, aber so. Also, wie kann man das nennen? Freiwilliges Jahr, das ist das sagen. Also, FSJ? Genau. Und wo? Im Uniklinikum. Wie alt bist du denn? Ah, ich dachte in Merneburg. Nee. Also, wie alt? 19. Ich hätte jetzt auch FSJ machen können, aber ich habe ein Jahr Gymnasium gemacht. War absolut für mich ein bisschen. Das war schon toll. Kann ich dir gut folgen, ich habe 2 Jahre. Naja, ich hatte eine Wiederholung und dann die 11. Ich habe auch selber gesagt, nee. Ich habe mir Erweiterung gemacht. Genau. Und dann wollte ich aufs Gymnasium, aber das war ein bisschen. Ich bin einfach mal aufs Gymnasium und jetzt wechsle ich, weil ich keinen Bock mehr habe. Nächste Haltestelle. Die ist Straße. Durch das FSJ habe ich trotzdem so einen Teil des Abiturs quasi. Ich mache Geld dafür. Und noch Geld, ist nicht viel. Dann lass das so nicht aufmachen. Aber es ist halt für trotzdem das Beste. Das reißt einfach. Was hast du gemacht? Aber du hast doch das ist ja ein Pay. Dein Pay? Gib her, steht meins. Kannst du, ey, das war doch ein normales Pay. Das war deine Blue-Pay. Welche Haltestelle schlägt gleich los? Zentrum. Ah, okay. Du musst auch weiter, ne? Mhm. Wenn du jetzt nicht los behalten. Danke. Aber du kannst mir den restlichen Schritt tun. Das ist ja noch so ein schönes Ende. Was ist los, kurz machen? Wir haben genug Pfandflaschen zu Hause. Aber so ein großer Pfand ist immer mies und okay, so. Kleine Dose. Nimm ruhig. Unregelmäßig, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe früher auch so, ich habe innerhalb von einem Tag 4 Videos hochgeladen und dann wieder 5 Monate lang nichts. Aber ja. Da war ich noch 11, habe ich so mit einem Handyspiel Videos gedreht. Das war damals riesen populär. Weißt du, der auch dann nur so eine Gäste noch rum? Was? Der auch dann nur so immer noch rumliegt? Definitiv nicht. Ich habe Krankenwagen, glaube ich, vorher. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall liegt er nicht mehr da. Er hat irgendwas angerufen, weil wir die Zeit gesagt haben. Kollege, geh doch mal nach. Hey, ist ja schon ein Kiosk. Wir müssen am nächsten raus. Ja. Ging ja recht schnell jetzt hier fort. Ja, nicht, Digga, es ist da kein Tabak mehr zu lesen, innerhalb von einer Minute leer. So auf René-Niveau. Nein, das hast du gesagt, hätte ich aber nicht gegeben. Die ist noch 10-mal so gut wie René, so innen. Locker. Fährst du bis Sandhof? Ja, ich kann noch ein Stückchen weiter. Ja, super. Ich bin nicht auf Sandhof gefahren. Nee, ich fahre das schon 90 weiter. Schlecht. Ja, aber das hier links 50 in den Schlupau. Ist ja noch gut. Schönes altes Haus. Wir haben nochmal Lost Place Besuch gemacht. Ja. Oh Digga, wir haben ja, X5. Video aufgenommen. Da haben wir einen Polizeieinsatz aus. Ja, da war so ein Typ mit so einer richtig großen Waffe, so eine Maschinenpistole oder so. Da haben wir die Bullen gesucht und wir dachten, die nehmen uns nicht ernst. Dann kam so ein Sixer und wir dachten so, yo. Und dann kam irgendwie immer mehr Autos ringsherum gefahren, Durchsagen, reingestimmt, alles wegen uns. Scheiße. Ja, das war richtig wild. Also ich denke, das kann auch passieren. Also ich denke, das war noch so eine Paintball-Waffe, weil das hat sich einfach wieder vom Kamin und schießt. Nein, das war nicht. Der Paintball-Waffe ist viel, viel kleiner. Aber ich glaube, das ist eh erstmal egal, ob es ein richtiges oder ein nicht. Ja, die Polizei ist auch nicht egal. Also, wir sollten nur mal ich wollte da drinnen Verstecke spielen, mein Freund. Ja, wie ich auch, aber die anderen wollten nicht. Ich bin schon mal alleine getroffen, einer von uns. Nee, das war kein echter, auf keinen Fall, weil da würde da kein Wölter knallen. Mach ich gleich. Dann gut. Tschüssi. Haut drin, macht euch noch ein schönes Wochenende. Du dir genauso. Danke. Pass auf dich auf. Jo, mach ich. Sehr gut. Tschüss, YouTube. Tschüss. Nee, das geht schon so an die ganze Zeit. Scheiße. Da sind sie nur die ganze Zeit.
Katharina mit Schwarzhorn durchgekommen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ich war einmal, jetzt so bei letzten Part so mal 10 Minuten gefühlt da drin oder so, aber ansonsten immer Flower, immer am Ambien, dann ins Flower. Ich wollte eigentlich letztes Dezember anfangen. Heute? Aber ich weiß gar nicht, dass ich wieder mal angefangen habe. Ja, der hat mir auch Sonntag erst gesagt. Naja, ich will ja nächstes Jahr so mal anfangen, also wenn ich meine Schatzwelle ausgeholt bin. Weil ich vorher scharf ist, das geht nicht mehr. Er muss ja Arbeit und Fahrstuhl unterrichten. Das ist behindert. Weißt du, auch wenn du später arbeiten musst, aber das ist ja doch nicht mehr. Man muss ja auch wieder schon so ein scheiß Konzept zu mir, also aber der Arbeitsplatz. Und außerdem verdient es auch mehr. Von daher denke ich mir so. Ja, gut, weißt du, jetzt halt.